Frisch aus Kanada eingeflogen, nun unser nächster Referent, gestern noch, heute noch in Kanada, gestern, also frisch eingeflogen, Herr Andreas Popp. Andreas Popp ist Dozent für Makroökonomie an verschiedenen Hochschulen und Universitäten, referiert aber auch wie heute hier in öffentlichen Sälen, um seinen Beitrag zu geben. Auf dem Büchermarkt, er ist auch Buchautor, gilt er als international bekannter Erfolgsautor und Klardenker. Er wurde auf einen hervorragenden ehemaligen AZK-Referenten hin empfohlen. Ich möchte vorlesen, was damals geschrieben wurde, als wir erwägten, Andreas Popp dann zu nehmen. Zitat: Ich wollte schon längst einen ganz ausgezeichneten Vorschlag für deine nächste Konferenz machen, von dem ich sicher bin, dass du und die Zuhörer begeistert sein werden. Das hat mir gefallen. Andreas Popp, ein ehemaliger extrem erfolgreicher Unternehmer, der inzwischen alles verkauft hat und sich ausschließlich mit seiner Wissensmanufaktur, der Wissensvermittlung und Aufklärung und Bewusstseinsänderung verschrieben hat. Nachdem wir dann Andreas Popp in unsere Überlegungen mit einbezogen hatten, bekam ich die Reaktion, ich zitiere wieder, als Ermutigung: Es ist super, dass du Andreas Popp mit einbeziehst. Du wirst es nicht bereuen, weil er, wie Andreas Klaus, das war ein früher Referent, in extrem kompetenter Weise das Thema Finanzcrash behandelt und zugleich humorvoll auch die Auswege und ein neues Denken aufzeigt. Dies sagt eigentlich schon ziemlich das Wesentlichste über unseren nächsten Referenten Andreas Popp aus. Auch wenn er seine wissenschaftlichen Ergebnisse, die er jenseits des Mainstreams, liegen, in verständlicher und humorvoller Weise kommuniziert, heißt es noch lange nicht, dass er damit alle begeistern kann. Ja? Denn solange die Zensurmenschen im Wege stehen, solange Menschen da sind, die das Ganze zerreißen und zensieren, gibt es immer wieder Verfolgung. Auch er wird verfolgt, seine Meinung wird in den Schmutz getreten. Er hat ein interessantes Credo, das möchte ich noch vorausschicken, Sie können sich schon aber langsam mit auf den Weg machen, nach hier oben. Sein Credo lautet: Um dem Kern der Wahrheit näher zu kommen, müssen auch noch so selbstverständliche Tatsachen, in Anführungsstrichen, auf den Prüfstand. Das ist ein sehr gutes Bekenntnis. Also Andreas Popp, Jahrgang 61, will nun zu uns über Plan B sprechen, nachhaltige Auswege aus der Wirtschaftskrise. Viel Erfolg dabei. Dankeschön. Ja, meine Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Leben. Ich freue mich, dass ich hier sein darf. Lieber Ivo, ich stehe noch ganz unter dem Eindruck eures Liedes innerhalb der Familie, weil mich das sehr berührt hat, weil gerade die Familie einer der wesentlichen Haltefaktoren ist unserer Gesellschaft. So sollte es zumindest sein. Das ist leider verkommen worden und das ist sehr problematisch. Also da möchte ich nochmal ganz herzlichen Dank sagen, weil mich das sehr berührt hat und ich glaube gerade, dass diese Thematik der Familie langsam wieder ins Bewusstsein kommt. Ich sehe es hier, es sind Kinder dort, es sind kleine Kinder dort, die zumindest auch die Impulse und auch die Felder, die wir aussenden, der positiven Energie, wenn ich mir vorstelle, dass solche Veranstaltungen wie hier, die ja vor Frieden schon fast überlaufen, als radikal bezeichnet werden, da fehlen mir wirklich jegliche Worte. Ich möchte beginnen. Danke. Ich möchte beginnen mit einem kurzen Zitat von Gandhi, um mich einzustimmen nach diesem Thema, was wir hier gerade hatten. Doch an der Stelle noch ein ganz kurzes vorweg. Herr Schulze-Rohndorf, das war sehr beeindruckend. Ich kenne natürlich Ihre Aussagen auch schon. Insofern ist es nicht ganz neu für mich. Ich möchte an der Stelle einmal ohne Kommentar noch ein kurzes Zitat von einem unserer Befreier, nämlich Herrn Roosevelt aus dem Jahre 1933 bringen, der sagte zum Thema Indianer: Ich will nicht so weit gehen, dass nur jeder tote Indianer ein guter Indianer ist, aber bei 9 von 10 Indianern ist es richtig. Zitat Ende.
Das war unser Befreier. Und ich lebe selbst in der Nähe von Indianern, habe dort viel zu tun an der Ostküste Kanadas, in Neuschottland, Nova Scotia, auf einer Insel, Cape Breton genannt, die Perle des Atlantiks, wie ich es bezeichne. Aber es gibt auch andere, die es tun. Deshalb bin ich auch gern dort. Zurück zu Gandhi. Gandhi sagte einmal, diese Welt ist in der Lage, alle Bedürfnisse der Menschen zu befriedigen, aber niemals ihre Gier. Das ist eine der ganz wesentlichen Aussprachen, die wir hier letztendlich brauchen. Und wir sehen momentan die unglaublichen Verwerfungen, die wir haben. Und ich möchte ganz einfach versuchen, nicht nur einfach an das Gute zu argumentieren, sondern auch die rationalen Instinkte zu paaren mit Herz, weil ohne Ratio Herz nicht geht und Herz geht ohne Ratio nicht. Das eine schließt das andere nämlich überhaupt nicht aus. Wenn man mal in Mumbai sein sollte oder in Sao Paulo, dann sieht man dort eine unglaubliche Differenz zwischen Arm und Reich. Wenn man mathematisch ein bisschen versiert ist, und ich behaupte das von mir zu sein, weil ich naturwissenschaftlich schon ziemlich stark orientiert denke, dann kann man natürlich auch prognostizieren und man kann auch mathematisch ableiten, wie sich etwas entwickeln wird. Und wenn ich mir Sao Paulo ansehe, dann weiß ich, wie unser Land, mit unserem Land bezeichne ich unser aller Land, jeden Ort hier in der Nähe, wie dieses Land mal aussehen wird, wenn keine Veränderung stattfindet und dieser ganze Vorgang nicht gestoppt wird. Nicht zerstört, sondern erst einmal gestoppt. Das ist der erste Weg. Ich will Frieden reinbekommen. Ich habe einen Traum, hat mal ein weiser Mann gesagt, und er sagte, es ging ihm um seine berühmten Punkte, das würde zu lange Zeit, mir fällt gerade an, ich habe ja nur eine Stunde. Mein Traum ist eine virtuelle Großdemonstration auf dieser Erde. Eine Demonstration, wo wir alle auf die Straße gehen. Zum Beispiel in Berlin, Hartz-IV-Leute, Unternehmer, Manager, Banker, das sind nämlich nicht unsere Feinde, das sind auch nur Figuren im Rat. Wer frei von Sünde ist, werfe den ersten Stein. Ich darf daran erinnern, Vorsicht bitte mit Feindbildern. Ich möchte, dass dabei die Soldaten sind in Uniform, die Polizei in Uniform, Feuerwehrleute, alle Bundestagsabgeordneten, alle Vorstände von Konzernen und von Großbanken und Frau Merkel vorneweg von mir aus oder wer immer der den Politdarsteller dann macht zu der Zeit. Spätestens dann, wenn eine solche Demonstration läuft, müsste mal die Frage gestellt werden, sag mal, gegen wen demonstrieren wir hier eigentlich? Jetzt sind alle da. Es ist eine ernst gemeinte Frage. Bitte stellen Sie sich diese virtuelle Demonstration vor. Ich glaube, dann kommen wir an die Lösung relativ ran. Wir haben einen Systemfehler. Und es geht mir überhaupt nicht darum, jetzt zu ermitteln, wer ist schuld und wer ist unschuldig. Man ist sehr schnell bei der Sache. Ich bin klein, mein Herz ist rein. Man sollte sehr vorsichtig sein und auch ab und zu in sich hineinzuhören. Wenn ich mir dann ansehe in Sao Paulo diese unglaublichen Differenzen zwischen Arm und Reich, wenn ich dann dort diese Armutsviertel fahre, mit schusssicheren Westen, mit geschwärzten Scheiben, aus Angst, dass man ermordet wird, so einfach ist das, dann stellt man relativ schnell fest, dass man dort nicht leben möchte und möchte niemals einer von den Armen sein. Diese Menschen dort haben nichts zu essen, keine medizinische Versorgung, wobei das kann sogar ein Vorteil sein, aber es ist... aber es gibt ja auch andere Dinge, manchmal einen Chirurgen braucht man ja ab und zu, zum Beispiel. Man merkt, dass wenn dort ein Mensch mal ums Leben käme, dann würde die Polizei nicht einmal versuchen zu ermitteln, wer der Täter sein könnte, weil es interessiert schlicht keinen, wer da tot ist. Und man stellt fest, oh Gott, wie grausam. Und dann fährt man weiter und kommt in das Reichenviertel. Man sieht nicht viel davon, weil da sind große Mauern drum. Spanische Reiter, so nennen sich diese Stacheldrähte für die Kinder oben drüber, wo sich die Reichen quasi nochmal selbst schützen. Sie inhaftieren sich selbst mit privaten Sicherheitsdiensten. Die sitzen auch im Knast. Unglaublich. Die Kinder werden mit gepanzerten Limousinen zur Schule gebracht, weil man Angst hat, dass man entführt wird. Man verlässt seinen Ort manchmal nur noch mit Hubschraubern, weil es mit Autos einfach zu gefährlich ist. Wenn man sich das durchdenkt, stellt man relativ schnell fest, einer von den Reichen möchte ich auch nicht sein. Und jetzt kommt der eigentliche Punkt. Und das ist der Beginn, worum es mir heute geht. Wenn wir uns versuchen, mal
ganz rational zu reduzieren, ganz egoistisch, müssen wir alle, wie wir hier sind und alle, wie sie außen sind, und ich glaube, das haben auch alle, ein ernstes Interesse daran haben, dass wir einen möglichst breit und gleichmäßig verteilten Wohlstand haben, denn nur dann kann es überhaupt allen gut gehen, den Reichen und den Armen. Und das ist heute mein Credo und daran arbeiten wir hier in der Wissensmanufaktur und das ist das, was ich Ihnen hier rüberbringen möchte heute. Danke. Viele Menschen haben aber die Problematik, ich habe gerade mit Michael Vogt darüber gesprochen, das Beispiel fand er so toll, habe ich mir aufgeschrieben, sonst hätte ich es wieder vergessen. Ich bin ja viel zu klein, um etwas ausrichten zu können. Das ist das große Problem. Die Menschen machen sich klein. Die organische Größe ist nicht entscheidend. Ich möchte ganz deutlich machen, wir sind nicht zu klein. Spätestens, wenn Sie einmal eine Nacht alleine mit einer Mücke in Ihrem Schlafzimmer verbracht haben, merken Sie, was kleine, einfache Organismen auslösen können. Die Natur lehrt es uns. Unser Problem, was wir haben zum Thema der Geldverteilung, wir wissen alle und kennen die Problematik und die Aussage, es findet ein permanenter Umverteilungsprozess statt von Arm auf Reich. Das sehe ich anders. Ich sehe, wir haben einen permanenten Umverteilungsprozess von fleißig auf Reich. Von fleißig nach Reich. Weil wir sind nämlich damit groß geworden, dass wir glauben, Geld könne arbeiten. Die Leute glauben allen Ernstes, sie legen ihr Geld an bei einer Bank und dort arbeitet es. Ich weiß nicht, wer schon mal einen 10-Euro-Schein oder 100-Franken-Schein mit einer Schaufel gesehen hat, irgendwo arbeiten. Sehr selten, weil Geld kann nämlich gar nicht arbeiten, nur Menschen können arbeiten. Wenn aber nur Menschen arbeiten können, andere aber auch Geld bekommen, und das sind dann plötzlich Arbeitslose. Wir haben ja zwei Gruppen von Arbeitslosen in diesen Systemen. Die armen Arbeitslosen, die rausgefallen sind durch die technische Entwicklung. Es ist ja so, die armen Leute oder die normalen Arbeiter investieren ja, das heißt, die arbeiten ja, bringen dann bestimmten Geld, Adel, Angehörigen ein großes Vermögen. Die setzen dieses Kapital ein, investieren es in technischen Fortschritt und entlassen dann die Leute, die diesen technischen Fortschritt erst möglich machten. Daraus entstehen dann die armen Arbeitslosen. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich die reichen Arbeitslosen. Ja, die arbeiten auch nicht. Und da gibt es irgendwie im Mittelstand Leute, die arbeiten. Das sind dann wir. Und wir müssen dann irgendwelche Abführungen machen aus dem, was wir erarbeiten, indem wir Sozialtransfers an die armen Arbeitslosen weitergeben und Zinstransfers an die reichen Arbeitslosen. Und um diese Punkte, um diese Differenzierung geht es mir. Es ist wichtig, dass wir vor allem Begriffsbestimmungen haben und auch sehr deutlich dabei bleiben. Wenn wir nämlich keine sauberen, exakten Begriffe bestimmen, bringt jegliche Diskussion gar nichts. Gerade wenn wir uns um solche Themen unterhalten, wie beispielsweise Demokratie. Wir wissen, oder die meisten wissen gar nicht, was Demokratie heißt. An der Stelle darf ich bitte, lieber Ivo, auf unsere wissensmanufaktur.net-Seite hinweisen. Dort finden Sie unter Vorträge einen Vortrag über eine Stunde. Ein Redner darf ja eigentlich über alles reden, nur nicht über eine Stunde. Ich spreche also eine Stunde über die Demokratie und mache mal eine Begriffsbestimmung. Dann werden wir nämlich feststellen, dass Demokratie eine Tyrannei ist. In der Schweiz merken wir das gerade. Die Schweiz hat dasselbe Problem wie Deutschland vor vielen Jahren. Man hat gesagt in Deutschland, die USA, okay, denen geht es wirklich schlecht, aber in Deutschland geht es ja noch eigentlich relativ gut. Wir haben die USA eingeholt. Jetzt höre ich bei vielen Schweizer Bürgern, und das muss ich in diesem Fall auch mit einer gewissen Naivität etikettieren, also uns geht es ja im Verhältnis noch richtig gut. Wir haben ja zumindest noch eine Demokratie. Jetzt kann ich nicht auf die Thematik eingehen, was Demokratie ist, aber ich möchte einfach mal sagen, dass wir eine Schweizer Nationalbank haben, die SNB, dort gibt es einen Chef. Da ist Herr Hildebrand und er verkündet ganz einfach mal vor kurzem, dass jetzt der Schweizer Franke an den Euro gekoppelt wird. Was das bedeutet, ist erst einmal, dass hiermit die Schweizer Bevölkerung schlichtweg durch einen Prozess enteignet wurde. Wäre dieser Prozess nicht gelaufen, könnte der Schweizer zum Beispiel ein Barrel Öl, ein Kilo Gold auf dem internationalen Markt für 10% weniger kaufen, als er es heute muss? Spannenderweise, eine 10%ige Sondersteuer auf alle Schweizer Vermögen
wird nicht demokratisch in irgendeiner Form verabschiedet und hinterfragt, finde ich schon unglaublich, weil das Problem ist, dass es kaum jemand versteht, was dort eigentlich abgelaufen ist. Und mir ist sehr wichtig, dass Sie anfangen, die Hemmungen zu verlieren, sich mit dem vermeintlich so trockenen Thema Finanzen, Geld, Bodenrecht, eines der wichtigsten Themen überhaupt, mit dem ich mich beschäftige, inwieweit steht es uns zu, überhaupt Boden als Eigentum zu bezeichnen oder muss der Boden nicht als Besitz bezeichnet werden? Weil wir als sogenannte zivilisierte Welt, wir unterscheiden ja zwischen Besitz und Eigentum. Das zeichnet uns übrigens aus, dass der Unterschied zu einem Hund, der kennt den Unterschied nicht. Wenn der einen Knochen hat, ist das alles geregelt für ihn. Wenn einer kommt, ein anderer Hund, und will ihm den Knochen streitig machen, rufen die niemals ein Gericht an und lassen das klären, weil das ist seiner und den Begriff Eigentum kennt er nicht, sondern nur Besitz. Das heißt, wir sind schon in einer relativ hochentwickelten Kultur und es ist sinnvoll, dass wir die auch aufrechterhalten, aber auf einer ganz anderen Basis, indem wir lernen, dass wenn ganz wenige ganz reich sind und ganz viele ganz arm sind, dass dann auch die Reichen anfangen zu leiden. Aus diesem Grunde ist es mir wichtig, dass wir den Finger, das ist mir noch einmal wichtig, den Finger wegnehmen von den Leuten und sie als Täter bezeichnen und in diese Richtung gar nicht weiter zu forschen, sondern diesem System die Energie zu entziehen und diesem System letztlich auch Alternativen zu bieten. Es bringt nichts, wenn wir alle nur wissen, wogegen wir sind. Wir sollten auch wissen, wofür wir sind. Und das fehlt mir manches Mal. Und wir sind von der Wissensmanufaktur. Und ich arbeite manches Mal viele, viele Stunden am Tag, manchmal 25 Stunden, wenn der Tag nicht reicht. Und wenn das nicht reicht, sogar noch die Mittagspause, dann sind 26 Stunden. Es ist einfach unglaublich. Sie sehen, Mathematik ist kein Thema für mich. Mir ist es nur wichtig, man hört trotzdem nicht immer etwas von uns, weil wir nicht permanent irgendwo drauf sind auf der Bühne, sondern das machen wir nebenbei, sondern in erster Linie sitzen wir auch im Rahmen unseres auch wissenschaftlichen Beirates und mit meinem Kollegen Rico Albrecht gern zusammen in dem Hinterzimmer und machen uns ernsthaft Gedanken. Weil alle Gedanken, die wir machen, sind Lösungsgedanken. Und dazu möchte ich Ihnen jetzt einen ganz kurzen Abriss geben. Ich kriege, glaube ich, die rote Karte gezeigt, wenn es eng wird. Und dann möchte ich versuchen, einen kurzen Einblick in den Prozess zu geben, den wir Plan B nennen. Dazu muss natürlich erstmal Plan A gefragt werden, aber da komme ich gleich drauf. Der läuft ja zurzeit. Vielleicht noch ganz kurz zur Schweiz. Das könnte einige interessieren, denn die hier aus der Schweiz sind. Die Schweiz wird immer noch als Insel der Glückseligen bezeichnet, als sehr sicher bezeichnet. Und die Schweiz ist hochgradig gefährdet, um nicht auch zu sagen, bankrott gefährdet. Anders ist es nicht zu erklären, dass eine Schweiz sich dramatisch erpressen lässt und plötzlich irgendwelche Zahlen, Daten, Fakten rausgibt, die komplett einem Geheimnis unterliegen. Und niemand spricht über die tatsächlichen Übeltäter, die heißen zum Beispiel Kanalinseln, Jersey, Guernsey, und dort befinden sich die Trusts, wo die wirklich Reichen ihre Steuern dann sichern. Mir ist es einfach nur wichtig, dass hier die Schweiz in einer Problematik ist, denn es wird momentan ganz viel Kapital von außen in die Schweiz reingepumpt. Und das ist ein Problem, weil die Banken Geld aus dem Nichts schaffen. Geld entsteht nicht durch Arbeit, wie man uns erklärt. Man sagt immer, du musst arbeiten, um Geld zu verdienen. Das klingt so, als würde man durch Arbeit Geld schaffen. Geld entsteht nicht durch Arbeit, Geld entsteht durch Schulden. Wer das nicht gleich versteht, der muss gar nicht verzweifeln. Man sollte sich einfach nur anfangen, in die Thematik reinzubringen. Und ich will nicht diese gesamte Thematik wiederholen, weil Andreas Klaus hat diese Dinge zum Beispiel in einem Vorvortrag schon mal sehr hervorragend dargestellt. Ist im Internet, habe ich gesehen. Gut gemacht, ganz klar. Es geht wirklich darum, dass wir sehen müssen, dass dieses Geld, was aus dem Nichts geschöpft wird, also aus dem Nichts entsteht, ex nihilo, wie der Lateiner sagt, und dieses Geld muss irgendwo investiert werden. Und die Banken investieren dieses Geld zum Beispiel in Staatsanleihen, in Ungarn oder sonst wo. Die Schweiz ist da prädestiniert. Oder in Hypotheken im Ausland mit anderen Währungen. Und die große Problematik ist, wenn diese Schuldner der Schweizer Banken UBS und Credit Suisse ein wenig in Schwierigkeiten geraten und die Credit Suisse und die UBS dabei in einen kollapsartigen Zustand verfallen, was sehr schnell passiert, dann möchte ich Ihnen nur sagen, dass alleine das Schuldenpotenzial dieser beiden Großbanken in der Schweiz
das fünffache Jahresbruttoinlandsprodukt der gesamten Schweiz ausmacht. Also alle Geldflüsse, alle Umsätze einer gesamten Schweiz. Also völlig unrettbar, weil das Problem ist, dass die Schweizer nicht weiter im kleinen Spiel bei Toys R Us mitgespielt haben, sondern sich mit den Großen am Tisch gesetzt haben. Und da muss man immer fragen, wer steht da eigentlich hinter und wer entscheidet das? Und das haben wir natürlich auch der Demokratie zu verdanken, weil die Demokratie natürlich eine gewisse Negativauslese macht. Aufgrund der Gaußschen Verteilungskurve können wir natürlich davon ausgehen, dass von 100% der Bevölkerung 90%, mit Verlaub gesagt, nicht so wirklich wissen, worum es geht. Aber diese 90% machen eben halt 90% der Wählerstimmen aus. Das ist natürlich eine ideale Voraussetzung für Verführer, nicht zu verwechseln mit Führer. Führer kann was Gutes sein. Oft werden Verführer als Führer bezeichnet, was dem Wort Führer einfach nicht gerecht wird. Es gibt nämlich auch sehr ordentliche und saubere Führer. Wenn es nämlich nicht sauber ist, ist er keiner mehr, dann wird er nämlich automatisch Verführer. Vielleicht sollten wir auch die Geschichte diesbezüglich bei einigen Akteuren der letzten Geschichte mal mit neuen Adjektiven versehen. Meine Damen und Herren, das verzinste Geldsystem führt zu einer leistungslosen Umverteilung. Leistungslos heißt, ohne dass irgendetwas dafür getan wird. Stellen wir uns vor, Sie werden in einer Familie geboren und Sie können Ihr ganzes Leben lang arbeiten und Sie kommen nie auf einen grünen Zweig. Niemals, egal wie viel Sie arbeiten. Und Ihre Geschwister auch nicht, obwohl Sie was gelernt haben, obwohl Sie den ganzen Tag arbeiten, aber so richtig auf den grünen Zweig kommen Sie nicht. Auf der anderen Seite gibt es eine Familie, der ist in der offensichtlich richtigen Familie geboren und der hat sein Leben lang auf der Sonnenseite gelebt, seine Vorfahren auch, seine Nachfahren wahrscheinlich auch. Und er hat in seinem Leben vielleicht nie was gebracht, außer Ferraris kaputt gefahren, um es mal sarkastisch auszudrücken. Das Problem liegt einfach darin, dass es eine Problematik gibt, dass das verzinste Geldsystem zu einem permanenten Fluss von fleißig auf reich, dass dieser Prozess dadurch irreversibel und exponentiell verlaufend in Gang gesetzt wurde. Das ist eine der ganz wesentlichen Ursachen, die verstanden werden muss. Sie müssen sich vorstellen, stellen Sie sich mal vor, jemand hat 1 Milliarde Euro. Sie wissen, dass es einige Milliardäre gibt. Wenn Sie 1 Milliarde Euro haben, dann haben Sie einen Anspruch, wenn Sie den Zins bekommen, ungefähr auf 50 Einfamilienhäuser im Jahr. Zinsen. Ich mache es mal in einer anderen Größe als in Geld. 50 Einfamilien. Und im nächsten Jahr kriegen Sie schon wieder 50 Einfamilienhäuser. Und im nächsten Jahr wieder. Und jetzt stellen Sie sich mal vor, Sie haben in so einem Land ein paar hundert Milliardäre. Da müssen Sie sich mal fragen, wer baut denn die Häuser, die der andere leistungslos als Zins bekommt? Deshalb der Begriff, wir reden von fleißig auf reich und nicht von arm auf reich. Um mal einen ganz kurzen Status zu geben, den wir hier zurzeit haben. Wir reden von Schulden. Schulden ist eine sehr spannende Argumentation. Ich stelle mir vor, der Ivo kommt zu mir und arbeitet bei mir im Garten für 2 Stunden. Und als, jetzt brauchen Sie viel Fantasie. Ich will Sie schon fordern. Auf jeden Fall, als Dankeschön dafür schreibe ich ihm einen Zettel, in dem ich ihm 2 Stunden Arbeit schulde. Unterschreibe das und gebe ihm diesen Zettel, diesen Schuldschein mit. Ivo geht nach Hause, hat diesen Schuldschein dort liegen, trifft in unserem Dorf, wo wir gemeinsam leben, wir haben Überblick, es ist Transparenz, deshalb ist die kleine Struktur so wesentlich, groß kann nie werden, groß führt immer zur Tyrannei, klein ist die einzige Lösung, deshalb heißt Demos von Demokratie auch das Dorf und nicht das Volk, wie es oft übersetzt wird. Das ist nämlich ein Unterschied. Ivo geht also mit meinem Zettel nach Hause und setzt diesen Zettel nun als Zahlung ein bei einem Freund, der ihm irgendetwas verkauft, einen Sack Kartoffeln beispielsweise. Und er bezahlt jetzt mit meinen 2 Stunden Arbeit. Somit ist dieser Schein zu Geld geworden. Und jetzt geht dieser Schein mit meinen 2 Stunden versprochenen Arbeit von einem zum nächsten, bis irgendeiner sagt, ich brauche einen, der jetzt mal 2 Stunden meine Garage aufräumt. Dann ruft er mich an und sagt, du, ich habe hier einen Schein, von wem weiß ich nicht, aber du schuldest 2 Stunden Arbeit, ich habe hier den Schein. Dann sage ich ganz klar, das sind meine Schulden. Jetzt gehe ich dorthin, arbeite 2 Stunden in der Garage, dann ist die Schuld getilgt. Und was passiert dann? Der Schuldschein wird zerrissen, weil die Schuld dann getilgt ist.
Ich habe dieses Beispiel so langatmig gemacht, weil das so unglaublich wichtig ist zu verstehen, dass so in etwa unser Geldsystem funktioniert, mit einem Unterschied. Ivo musste vorher etwas dafür tun, um meine 2 Stunden zu bekommen. Das hat man den Banken erlassen. Die brauchen das nicht. Die können einfach so 2 Stunden Arbeit anderen Leuten aufdrücken. Man nennt das Kredit. Das heißt, diese Kredite entstehen aus dem Nichts. Viele glauben, Banken verleihen Geld, aber Banken produzieren Geld. Das ist kein Bestandsgeld, was existiert, sondern das ist ein Geld, was es vorher gar nicht gegeben hat und plötzlich in den Umlauf durch den Kredit kommt. Und dazu gibt es sehr viel zu sagen, die zu diesen Umverteilungsmechanismen führen. Und wenn einer dann ganz viel Geld hat, dann hortet er dieses Geld und dann muss man ihm Zinsen dafür geben wieder. Und es sind immer Leute, die irgendetwas dafür bekommen. Deutschland zum Beispiel hat offiziell 2 Billionen Euro Zinsen. Offiziell. Die sogenannten expliziten Schulden. Es gibt auch noch implizite, aber das würde zu weit führen. Wir haben real ungefähr 8 Billionen Schulden. Aber bleiben wir bei den 2 Billionen, ein bisschen Rundungsdifferenzen haben wir ja immer. Also diese 2 Billionen explizite Staatsverschuldung, die nur Deutschland hat. Und jetzt gucken wir uns an, die USA hat ungefähr 10 Billionen oder 12 oder 13 Billionen Schulden. Und jetzt gehen wir mal alle Staaten dieser Welt durch und dann kommen wir auf eine Schuldsumme von 32 Billionen Euro. Das heißt, die Schulden aller Länder auf dieser Erde, die Erdverschuldung beträgt 32 Billionen Euro. Die Frage ist, wem schuldet sie das eigentlich? 32 Billionen. Wer ist der Gläubiger? Und das ist so abstrus, diese Zusammenhänge zu verstehen, weil man schuldet es sich bei sich selbst, aber letztendlich auch nicht wirklich, sondern man schuldet es einer Organisation, die wir Banken nennen. Aber die Banken sind nicht die Ursache der Probleme, es sind nur die ausführenden Vehikel. Wenn die Banken nicht mehr gebraucht werden, dann werden sie weggenietet wie alles andere, was man vorher auch schon mal nicht brauchte. Ob da die Römer an der Macht sind oder die Kirche oder die Engländer oder die Amerikaner-Engländer oder wer auch immer, es spielt eigentlich gar keine Rolle. Es sind immer dieselben Personen, die sich auswechseln von einer Generation in den anderen. Und das sind eben halt die Generationen, die wir auf allen Ebenen wiederfinden. Ich möchte kurz zusammenfassen, wie unser System momentan aufgebaut ist. Wir haben also ein verzinstes Geldsystem mit einem unendlichen Umverteilungsvermögen. Und wenn wir jetzt beispielsweise die Schulden theoretisch abbezahlen, ich will jetzt nicht mit dem Rettungsschirm anfangen, aber wir können sicher sein, in 4 Wochen sitzen wir wieder bei einem neuen Rettungsschirm, weil diese Exponentialfunktion uns dazu führt, jedes Mal, wenn ich ein schwarzes Loch füttere, wird es größer und fordert mehr. Das ist ein exponentieller Effekt und exponentiell kann sich kaum jemand vorstellen. Ich möchte Ihnen ein Beispiel nennen. Stellen Sie sich vor, Sie bekommen von mir einen Job für 1 Jahr, einen befristeten Job. Und ich gebe Ihnen 2 Gehaltsmodelle. Das eine ist 1.000 Euro die Woche, also 1 Jahr lang. Und das andere ist, Sie kriegen in der ersten Woche für die gesamte Woche 1 Cent. In der zweiten Woche das Doppelte der ersten Woche, also 2 Cent. In der dritten Woche das Doppelte von der zweiten Woche, also 4 Cent. Und so weiter. Und das 52 Mal. Für welches Modell wird man sich entscheiden? Die meisten kennen das mit dem Schachbrett und dem Reiskorn, deshalb habe ich jetzt was anderes genommen. Ich denke, in diesem Publikum würden sich alle für das Modell mit dem Cent entscheiden. Und das ist doch richtig so. Denn die Summe, die dabei rauskommt, sind über 20 Billionen Euro in einem Jahr. 52 mal 1 Cent verdoppelt. Die Problematik ist, dass sich diese exponentielle Funktion niemand vorstellen kann, weil wir linear nur denken können. Und wir bewegen uns genau in einem System, wo dieses verzinste System letztendlich exponentiell, das heißt in einer senkrechten, verläuft. Und wir müssen aus diesem Grunde permanente Bankrotte haben. Kontratieff hat das nachgewiesen, da gehört nicht viel Grips zu, das ist einfach nur mal hin und her rechnen, weil wenn wir ein verzinstes Geldsystem haben, was aufgrund der Tatsache, dass der Zins selbst nicht mitgeschöpft wird bei der Kreditvergabe, Insider wissen jetzt, was ich meine, die anderen einfach nicht wichtig, entscheidend ist eines, wir sind gezwungen, in diesem System permanent Wachstum zu haben, Wirtschaftswachstum, 2,8% circa. 2,8% Wirtschaftswachstum bedeutet aber, dass wir in 25 Jahren rein mathematisch die doppelte Menge an Gütern und Leistungen bringen müssen gegenüber heute. Und in 50 Jahren die 4-fache. In 100 Jahren die 16-fache. Wir müssen 16 mal so viel Autos bauen, 16 mal so viel Häuser bauen, 16 mal so viel Energie verbrauchen.
Das kann nicht funktionieren und muss regelmäßig zum Zusammenbruch führen. Das macht man durch Pseudowirtschaft, nennen wir es CO2-Woche oder Lübische Woche oder wir nennen es, bei Banken nennt man das dann Riester-Woche. Es ist völlig egal. Also je nachdem, man braucht im Prinzip letztendlich neue Methoden, um wieder Geld herauszuziehen und auch tatsächlich irgendwann zu zerstören. Und das endet im Krieg. Und um diese Geschichte herumzukommen, das hat man offensichtlich schon relativ gut geschafft, versucht man das Volk dermaßen zu auch verblöden, auch zu vergiften. Denken wir einfach nur, ich bin bekennender Vegetarier, ich sage das jedes Mal, da müssen die Fleischfresser durch. Ich bin einfach so, ja, weil ich war auch jahrelang Kannibale, das gebe ich zu. Aber es ist so, alleine schon aus gesundheitlichen Gründen, bei dem, was die Tiere gefüttert bekommen, bei den Beruhigungsmitteln, die bekommen, ich glaube, da gibt es schon viele Gründe, wenn wir das Zeug futtern, dass wir selbst so müde dabei werden, dass wir nicht auf die Straße gehen. Es wird Zeit, dass wir endlich vernünftig unsere Ernährung auch mal hinterfragen. Und ich denke einfach, dass wir jetzt erst einmal die Ist-Situation haben, die permanent auf Wachstum ausgelegt ist, die baut sich auf pyramidenartig. Wir haben das Ganze bei uns in der Wissensmanufaktur Danistokratie genannt. Danista heißt wuchern. Wuchern ist ja vieldeutig. Geldverleiher, wuchern, Wucherzins. Wir meinen aber mit Wucher nicht 20% Zinsen, 1% ist fair und 20% ist Wucher, sondern 0,001% ist bereits Wucher, weil dadurch ein Umverteilungsprozess von fleißig auf reich, also arbeitslos, generiert wird. Und das dauert dann einfach nur länger, bis es untergeht. Aber es ist derselbe Effekt. Deshalb ist auch die D-Mark keine Frage oder der Schweizer Franke keine Frage. Die Schweiz ist ja nun auch dem IWF in den 90er Jahren beigetreten worden. Und ja, es ist so. Und ich sehe das natürlich äußerst kritisch. Und wir müssen einfach sehen, dass wir auf der einen Seite eben halt dieses verzinste System haben, das muss weg und diese Danistokratie muss hinterfragt werden. Und es geht nicht um eine Gruppe von Bösen, die das System führen, sondern wir sind alle mit dabei. Wir spielen dieses Spiel alle mit. Ehrliche Arbeit sieht dieses System nicht vor. Jede Form von Marketing ist Kriegsstrategie. Wir müssen Märkte erobern. Wir brechen bei der Konkurrenz ein. Das ist Kriegsterminologie. Das wird studiert. Man nennt das Marketing. Völlig abstrus. Und das Problem ist, dass uns das gar nicht mehr auffällt. Wir finden das völlig normal, dass wir sagen, wir haben neue Marktanteile erobert. Das heißt, wir haben irgendjemanden kaputt gemacht. Das ist das Problem. Weil ehrliche Arbeit geht gar nicht. Wenn einer Geld verdient, es gibt so diese berühmte, das ist dann so die ganz flache Nummer, wir machen jetzt ein Win-Win-Geschäft, wo alle gewinnen. Das geht nicht. Es muss immer einer verlieren, weil dieses System Gewinnen überhaupt nicht zulässt. Gewinnen können wir, wenn wir alle in einer solchen Veranstaltung Glücksgefühle haben und gemeinsam eine Emotion und die Einsamkeit verlieren, die man hat, wenn man Querdenker ist in seinem Umfeld und in einer solchen Gruppe plötzlich spürt, wow, so viele Gleichgesinnte, das tut ja auch gut. Das ist ein Gewinn, ein echter Gewinn. Meine Damen und Herren, diese Danistokratie, das ist also die oberste Führung der Danistokratie, steuert offenbar irgendwelche Systeme. Dem unten gegenüber haben wir deren erste ausführenden Organe, die militärisch fast funktionieren, wir nennen das Medien. Medien sind dafür da, die Propaganda nach vorne zu tragen. Medien sind dafür da, Michael Vogt wird nachher darüber sprechen, Medien sind dafür da, Meinungen zu machen. Und wenn wir eine Meinung haben, dann haben wir eine Antwort und im nächsten Jahr haben wir plötzlich genau die konträre Antwort. Wie kommt das? Man hat sich vom System einfach ein neues Volk gemacht. Wir glauben immer alle, bei den nächsten Wahlen, dann wähle ich die alle ab. Ich habe die Schnauze voll von den Politikern. Nein, ich glaube, die haben die Schnauze voll von uns. Und wenn sie die Schnauze von uns voll haben, dann machen die sich ein anderes Volk. Und dafür haben sie die Medien. Sehr, sehr spannend, auch ganz wichtig. Dort unter den Medien haben wir die Politdarsteller. Politikdarsteller sind Schauspieler, die letztendlich dafür bezahlt werden, für die Danistokraten und für die Massenmedien eben halt einen gewissen seriösen Eindruck zu vermitteln und auch einen kompetenten.
Eindruck zu vermitteln. Wir haben das Problem, dass natürlich eine Negativauslese da ist. Wir haben zwei Arten von Politiker, die sich ergeben haben, aufgrund der Gausschen Verteilungskurve auch der Wähler. Das muss man auch bitte ganz nüchtern sehen, nicht als Angriff, sondern nüchtern, dass wir auf der einen Seite eine große Menge von Politikern und Abgeordneten haben, die ich mal netterweise als sehr harmlos bezeichnen möchte, die sehr lieb sind und die das System auch nicht gefährden können. Und die eigentlich immer nur hoffen, von morgens bis abends, hoffentlich merken die nicht, dass ich das gar nicht verstehe, was wir hier machen. Dafür werden die gut bezahlt und haben rhetorische Schulungen mitgemacht und vertreten dann letztendlich vermeintlich das Volk. Dann gibt es noch die zweite Gruppe von Politikern, die sind natürlich wesentlich kleiner. Das sind die, die es nicht so genau nehmen mit der Moral, aber die verstehen es. Aber sie leben sehr gut davon. Und aus diesem Grunde schneiden sie sich den Ast nicht ab, auf dem sie sitzen. Das große Problem, was viele noch nicht verstanden haben, und deshalb rufe ich auch an dieser Stelle auf, alle Vorstände, alle Konzerne und alle Politiker, egal in welcher Couleur, auch auf der obersten Ebene. Als die Titanic untergegangen ist, sind die Luxussuiten mit abgesoffen. Das ist wichtig, dass das jeder versteht. Aber jetzt kommt wieder die Problematik, die Angst, was kann ich kleiner denn dagegen tun? Und da können Sie jederzeit wieder, wenn Sie es in Zukunft ansetzen, das Mückenbeispiel nennen, wenn Sie mal in Argumentationsschwierigkeiten kommen sollten. Unter dieser ganzen Geschichte der Medien kommen dann natürlich noch wir, die Untertanen. Man nennt es auch blöderweise das Volk, wobei aus Griechisch Volk ist eigentlich die Armee, die Bürger sind die Senatoren, die Deme ist die aristokratische Führung. In einer echten Demokratie nach griechischem Muster, und es gibt nur eine Demokratie, sind Wahlen gar nicht vorgesehen, weil Wahlen immer zu einer Ochlokratie führen, und das ist eine sogenannte Pöbelherrschaft. Und ich verweise da noch einmal auf meinen Vortrag, den ich dort im Internet stehen habe. Dieses Geldsystem der Umverteilung ist eins der wesentlichen Punkte, die wir als erstes angehen müssen. Ich habe jetzt also erst einmal abgegriffen, das momentane System, Danistokraten, Medien, Politiker, Untertanen. Das ist die Ist-Situation, in der wir uns bewegen, und wir müssen uns überlegen, wie sollte es eigentlich sein? Ich habe ja nur eine Stunde, und aus diesem Grunde muss ich da relativ schnell durchgehen. Ich darf aber darauf hinweisen, dass wir am 20. November diesen Jahres ein neues Buch veröffentlichen von meinem Kollegen Rico Albrecht. Das Buch heißt Steuerboykott. Und wir werden uns eben halt auch mit diesem Thema auseinandersetzen. Und dort wird auch das Thema einer Alternative und vor allem auch von tatsächlichen umsetzbaren Lösungen in friedlicher Sicht, auch wenn der Begriff etwas anderes suggeriert. Es geht um eine friedliche Lösung, aber es muss ja was passieren. Sonst ein weiteres Mexiko, was wahrscheinlich immer noch läuft, ich meine die Mexiko-Krise in dem Golf von Mexiko, oder eine zweite Fukushima-Geschichte, die verkraftet irgendwann unser Planet nicht mehr. Es geht auch um die gesamte Menschheit, auch wenn das sich sehr theatralisch anhört. Ich war viele Jahre Manager eines Unternehmens und habe es auch nicht verstanden, das gebe ich offen zu. Aber als ich es verstanden habe, habe ich auch damit aufgehört. Und das ist, und ich bitte, dass die anderen das auch tun, die es angefangen haben zu verstehen. Mehr will ich gar nicht. Wir haben ein verzinstes Geldsystem, ein nicht verzinstes System entwickelt. Das ist nicht ganz Neues für die Insider. Das ist ein fließendes, umlaufgesichertes Geld. Wir halten das für sehr vernünftig. Es ist auch sehr schwer, jetzt da in Diskussionen einzutreten. Diese Dinge sind deutlich beschrieben worden. Und das bedeutet, dass wir die Möglichkeit haben einer humanen Geldsystematik. Was aber nicht heißen soll, dass wir jetzt einfach per Gesetz eingreifen und nehmen jetzt den Reichen etwas weg und geben es den Armen. Denn alle Veränderungen schaffen Ungerechtigkeiten, wenn man es aus dem reinen Recht heraus ableitet. Denn diese Leute, die dieses Geld leistungslos bekommen, die kriegen es ja nicht zu Unrecht. Es ist nur ungerecht. Das ist ein großer Unterschied. Recht und Gerecht muss deutlich unterschieden werden. Und aus diesem Grund ist es nicht so ganz einfach, das Ding umzustellen, aber wir sollten den Punkt haben, und den haben wir erarbeitet, dass wir das System stoppen. Dass also ab nächsten Jahr, das heißt ab sofort, die 50 Einfamilienhäuser nicht mehr überwiesen werden pro Jahr. Das reicht schon mal als erster Schritt. Und wenn wir diesen Schritt erst einmal haben,
dann werden wir sofort feststellen, dass bei allen Menschen, das haben wir erarbeitet, die Verelendungsangst aufhören kann, weil eine, das ist eines der größten Probleme, ist nicht die Verelendung, sondern die Verelendungsangst. Die latente Angst davor, die uns quält, die uns unten hält, die uns nicht schlafen lässt, wer sensibel ist, verzweifeln lässt, deprimieren lässt und sogar in den Suizid treibt bei vielen Leuten. Das ist ja eine unglaublich finstere Zeit, in der wir leben. Und wir brauchen an dieser Stelle echte Alternativen. Und diese Alternative können wir relativ schnell ermitteln. Wir haben keine Finanz-, wir haben keine Wirtschaftskrise. Die Läden sind voll, die Menschen sind da. Eigentlich ist alles in Ordnung. Wir haben hier bei uns zum Beispiel keinen Krieg und eigentlich haben wir jeden Morgen eine wunderbare Sonne, die aufgeht. Wir haben Stilllegungsflächen, die momentan noch durch EU-Mittel, das ist die Lobbyorganisation des Geldadels, die haben wir in Brüssel sitzen, dass diese EU-Kommission beispielsweise dort permanent irgendwelche Stilllegungsgelder gibt, während daneben Monsanto zum Beispiel genmanipulierte Äcker betreibt. Dieser Wahnsinn würde dann nämlich relativ schnell aufhören, wenn man es mal logisch durchdenkt, denn rein physisch-ökonomisch hat sich relativ wenig getan. Das, was wir hier als Krise bezeichnen, ist etwas, was nur virtuell auf irgendwelchen Plasmabildschirmen abläuft. Das hat mit uns, auch mit den Leuten, die da reindaddeln, überhaupt nichts zu tun. Wir brauchen also ein System, in dem wir erkennen, dass wir mit einem fließenden Geldsystem eine Lösung schaffen können, wo keine Krisen notwendig sind. Das Zweite, was wir brauchen, ist, wir brauchen ein neues Bodenrecht. Das ist die zweite Komponente. Dieses Bodenrecht besagt, können wir gottgegebenes Land als Eigentum oder dürfen wir es nur nutzen? Die Nutzbarkeit muss gesichert sein, das ist mir schon klar. Bitte nicht zusammenzucken, weil diejenigen, die Eigentum haben, denken dann immer, der will uns was wegnehmen. Nein, das will ich überhaupt nicht. Ich möchte einfach nur, dass wir im ersten Schritt erkennen, dass Spekulationen, und Land ist das berühmteste Spekulationsprojekt, ist Land. Mit Land wird am meisten Spekulation gemacht. Und Spekulation bedeutet, ich kaufe etwas billig ein, warte, bis es teuer wird und verkaufe es dann. Und dieser Verkauf findet leistungslos statt. Das heißt, hier wird wieder Geld verdient, wofür andere arbeiten müssen. Das ist auch der Prozess von fleißig auf reich. Und wir müssen uns überlegen, wenn einer ein Grundstück nutzen will, dann muss er die Chance dazu haben. Denn jeder Boden hat einen Ertragswert, den man berechnen kann. Virtuell von der Emotion, wenn ich zum Beispiel direkt ein eigenes Ufer habe an meinem Grundstück, einen eigenen See, einen eigenen Fluss, dann hat das einen höheren Wert als beispielsweise in der dritten Reihe. Ein Parkhaus beispielsweise am Flughafen in Frankfurt hat einen höheren Ertragswert auf Grund und Boden, rein materiell gesehen, als beispielsweise ein Stück Wald in Mecklenburg-Vorpommern. Rein materiell natürlich gesehen. Ich rede jetzt nur vom Geldsystem her. Wir können also ohne weiteres im Rahmen einer Gemeindestruktur ein komplett neues Bodenrechtssystem aufbauen, in dem jeder das Recht hat, sich Land zu nutzen und sich auch wie ein Eigentümer um sich herumziehen, das heißt die anderen juristisch ausschließen davon, aber er muss dafür eine Nutzungsgebühr bezahlen. Übrigens zahlen wir das sowieso, das heißt jetzt Grundsteuer, bloß es versickert irgendwo im System und in diesem Fall würde diese Grundsteuer dazu nutzen, eine Entschädigung zu zahlen an diejenigen, die eben halt dieses Grundstück nicht nutzen dürfen. Sie bekommen also eine Entschädigung. Und wenn jedes Grundstück mit einer solchen Nutzungsgebühr belegt wird, das heißt, derjenige, der sein Parkhaus darauf hat und derjenige, der seinen Acker hat und derjenige, der seinen Wald hat, wahrscheinlich weniger, weil er nur alle 80 Jahre da seine Bäume abschneiden kann. Das heißt, der Ertrag rein materiell gesehen ist ja viel geringer. Aber alle diese Gelder fließen in einen Topf und werden nach Köpfen in der Gemeinde verteilt. Und so hätten wir schon ein großes Problem gelöst. Wir könnten jedem zum Beispiel schon einmal ein gewisses Grundeinkommen bezahlen und das völlig bedingungslos. Und viele Leute sagen zu mir, das rechnet sich nicht, das ist absurd, das geht nicht. Nein, es geht sehr wohl. Wenn ich ein bedingungsloses Grundeinkommen natürlich auf der Basis von Euro oder Schweizer Franken kalkuliere, kann es nicht funktionieren. Wir befinden uns nämlich in dem verzinsten Geldsystem. Und das ist auf permanentes Wachstum ausgelegt, auf Wuchern, Danistokratie, wie ein Krebs. Ein Krebs wird immer größer. Und dieser Krebs ist eben halt das, was wir in diesem Finanzsystem haben, dieses schwarze Loch, was exponentiell wächst. Und was wir momentan haben mit unserem Wachstumsgedanken, ist, dass wir versuchen, wenn unser Körper verkrebst ist, so schnell zu wachsen, also schneller zu wachsen, als der Krebs mitwächst, dass wir das Verhältnis des Krebses im Verhältnis zum Gesamtorganismus beibehalten. Und das geht nicht, weil jeder Mensch weiß, so bei 1,80 bei mir ist Ende. So, und das ist der entscheidende Punkt, dass wir aus diesem raus müssen. Der vierte Punkt sind die Medien.
Wir haben als vierten Punkt vor allem die Medienlandschaft genommen, weil die Medienlandschaft natürlich unmittelbar der Danistokratie und deren Führer unterliegt. Das heißt, wir haben keine Pressefreiheit. Wer das sagt, lügt. Wir haben letztendlich Menschen, denen die Presseorgane gehören. Und ich habe in meinem Buch, Der Währungscountdown, beispielsweise gleich am Anfang von Swinton ein Zitat reingeschrieben. Wirst du wahrscheinlich auch noch mal bringen. Ach, kommt heute sogar noch. Wunderbar. So ist das halt. Wir haben also keine tatsächliche Pressefreiheit. Auch das ist mir sehr wichtig. Und wir können es regeln, indem wir beispielsweise fordern, einen quasi Finanzausgleich der Presse, so wie es das auch gibt innerhalb von verschiedenen Staaten oder in Kanada gibt es auch innerhalb von verschiedenen Provinzen, in Deutschland innerhalb der Bundesländer einen Länderfinanzausgleich, einen Pressefinanzausgleich. Jeder, auch noch so kleine Presseverlag, der noch ganz klar definiert werden muss, der hat, stimmt was nicht? Okay, stimmt nicht richtig, ne? Sieht doof aus? Ich bin nicht so eitel, geht. Okay, dankeschön. Und das heißt, sollte die Möglichkeit haben, auch mal auf ZDF zu senden. Ich finde es wichtig, dass alternative Sender auf ARD und ZDF zur besten Sendezeit auch mal senden dürfen, damit andere Meinungen mal reinkämen. Das wäre durchaus machbar. Diese vier Komponenten haben wir durchgearbeitet, relativ weit. Aber die Frage ist, wenn man die nach außen kommuniziert, ist also, wirklich die freudige Erregung der Systeminhaber begrenzt. Und da braucht es schon ein bisschen Nachdruck. Und ich sehe da eine große Problematik, dass wir trotzdem unseren Frieden unter Beweis stellen wollen. Ich komme ja nun aus der sogenannten Bundesrepublik Deutschland und ich will nicht in die Diskussion kommen, haben wir eine Verfassung, haben wir keine Verfassung, ist die 1871er sonst was. Ehrlich gesagt interessiert mich das relativ wenig in Anbetracht der Tatsache, dass in Fukushima die Atomkraftwerke um die Ohren fliegen und das liegt daran, dass wir einen Energiewahn haben, der nur durch die Wachstumswirtschaft zustande gekommen ist. Da müssen wir ansetzen. Wir müssen nicht fragen, brauchen wir überhaupt die Energie und wo kriegen wir unsere Energie in Zukunft her, sondern wo geht sie überhaupt hin? Wir machen mittlerweile auf Steuerzahlung intakte Autos kaputt, damit die Leute auf Pump neue Autos kaufen können. Also die Abstrusität ist ja an Dummheit nicht mehr zu überbieten. Also so. Wirtschaftswachstumsbeschleunigungsgesetz, so ein Wort muss man sich erstmal einfallen lassen. Es gibt so etwas. Ein Wachstumsbeschleunigungsgesetz. Ich weiß nicht, was man da morgens rauchen muss, um abends so einen Begriff zu kreieren. Es ist ja einfach abartig, es ist ja wirklich krank. Meine Damen und Herren, aber das Zeug möchte ich auch. Das fühlt sich wahrscheinlich gut an. Man kann dann mal vielleicht abschalten. Wo bin ich jetzt stehen geblieben? Jetzt habe ich mich mit dem Rauchen völlig aus dem Konzept gebracht, aber das macht nichts. Ich rauche nämlich schon lange nicht mehr. Wissen Sie, die Amerikaner haben auch eine Verfassung. Aber was nützt es ihnen? Es nützt doch nichts. Ja, also ich meine ganz ehrlich, jetzt auch wenn die rechtlich ist bis zum Umfallen, was nützt Ihnen die Verfassung? Unsere Verfassung ist überarbeitungswürdig und die meisten von Ihnen wissen, dass wir zum Beispiel mit Herrn Schachtschneider zusammenarbeiten, der ja mit bei uns wie Michael Vogt oder andere, Wolfgang Berger, mit bei uns in dem Beirat sitzen. Und wir arbeiten ja nun zusammen und Sie sind ja mit in der Wissensmanufaktur aktiv, diese genannten Herren und andere natürlich auch. Und das ist mir schon ein echtes Anliegen. Und die Argumentation, die wir bringen mit der Verfassung, sollten wir vielleicht darauf reduzieren, dass wir sagen, wir haben ein Grundgesetz. Wie auch immer. Übrigens ist das Grundgesetz vom Text ja gar nicht schlecht. Es könnten ein paar Dinge rausgestrichen werden, wie den 139er, dass die Befreiungsgesetze über dem Grundgesetz stehen. Denn das widerlegt ja die Verfassung, aber das macht ja auch der 146er. Das heißt, wir haben den Artikel 146 im Grundgesetz und der sagt, dass dieses Gesetz an dem Tag seine Gültigkeit verliert, dieses Gesetz, wenn sich das deutsche Volk im Rahmen einer freien Abstimmung eine eigene Verfassung gibt. Das ist das, was sinngemäß dahinter steht. Davon möchten wir Gebrauch machen. Egal, wie realistisch das jetzt erscheint, aber ich möchte den friedlichen Weg ausschöpfen, bevor man eine Stufe höher geht. Das ist uns außerordentlich wichtig. Also, wir arbeiten zurzeit, das ist auch mittlerweile veröffentlicht,
und wird einigen nicht schmecken. Neulich hat mich jemand gefragt, ob ich Angst vor dem Verfassungsschutz habe. Nein, ich habe Angst, dass der Verfassungsschutz nicht langsam eingreift. Davor habe ich Angst, denn wenn der Verfassungsschutz nämlich die Verfassung schützen würde, dann würde der nicht hier rumlaufen, sondern in Berlin. Und da sind nämlich welche, die ganz aktiv jeden Tag live im Fernsehen übertragen, unsere Verfassung mit Füßen treten. Da sind sie und ich fordere den Verfassungsschutz auf, endlich tätig zu werden. Aber nicht gegen diejenigen, die die Tragödien auflegen und die rechtlichen Schweinereien, sondern diejenigen, die sie ausüben. Und das finde ich schon sehr, sehr wichtig. Das ist ein großer Unterschied an der Stelle. Aber wir möchten jetzt nach 146 eine Verfassung beispielsweise einbringen. In dieser Verfassung werden einige Grundbedürfnisse, einige Grunddinge geklärt. Erst einmal eine rechtlich souveräne Verfassung. Zweitens, der Wirtschaftsbegriff muss neu definiert werden. Es kann nicht sein, dass beispielsweise eine Pharmaindustrie ihr Hauptaugenmerk darin liegt, Kunden zu sichern, also dafür sorgen muss, dass möglichst keiner gesund wird, auch nicht stirbt. Das ist ja auch blöd. Also er soll eben halt nachhaltig dienen. Und das heißt, je mehr Leute krank sind, desto besser für die Wirtschaft. Also wenn wir Glück haben, werden wir alle Dialysepatient, dann haben wir noch ein paar Jahre Wachstum. Und diese Absurdität ist einfach nicht zu fassen. Und dass wir erstmal also Wirtschaft neu definieren und solche Instandhaltungskosten für Menschen, und so bezeichne ich das mal, im Rahmen einer vernünftigen Medizin vom Bruttoinlandsprodukt abziehen und nicht raufrechnen, wäre vielleicht mal eine neue Idee. Da gibt es viele Möglichkeiten. Auch darüber haben wir uns sehr viel Gedanken gemacht. Ich kann natürlich nur kurz hier in die Dinge einsteigen, weil dafür reicht meine Zeit nicht aus. Wenn Sie Widersprüche entdecken, glaube ich Ihnen das gern. Aber ich kann hier keine Details ausgeben. Aber in meinen Büchern, wie zum Beispiel Währungscountdown und anderen, finden Sie da viel drüber, auch auf unserer Seite. Das heißt, Wirtschaft muss neu definiert werden. Das nächste, was wir brauchen, ein komplett neues Geldsystem. Dieses Geldsystem basiert auf der Basis des fließenden Geldes, aber nicht privat. Privat übrigens kommt von privare. Privare heißt berauben. Privatisierung sind also Beraubungsvorgänge. Übersetzt, das ist wichtig, dass das jeder weiß. Wenn einer spricht von Privatisierung, dann ist das Berauben. Auf der anderen Seite dürfen es also auch nicht die Regierungen haben. Denn die Regierungen sind ja, wie wir wissen, die Politikdarsteller, die letztendlich die Privatisierungen umzusetzen haben mit einem vermeintlich seriösen Gesicht. Sondern die Notenbank, die Zentralbank, wenn man es so wissen will, muss in einem völlig überarbeiteten fließenden Geldsystem dem Volk gehören. Und die Deutsche Bundesbank war dafür übrigens ein gutes Beispiel, die auch funktioniert hätte, wenn man sie nicht wegrasiert hätte und wenn wir nicht eine Weltwährung hätten. Es wird immer als Weltleitwährung bezeichnet. Nein, wir haben eine Weltwährung. In der Schweiz heißt der Dollar übrigens Franke. Und in Deutschland heißt er Euro und in Japan heißt er Yen. Aber es ist immer Dollar. Es ist nur Verpackung. Also wie gesagt, nicht überall, wo Nutella draufsteht, ist auch Nutella drin. Also man muss da ganz vorsichtig sein. Das ist also schon manchmal, das ist eins der ganz großen Gedankenfehler, den Menschen haben, dass sie sich nicht vorstellen können, dass eine Weltleitwährung tatsächlich eine Weltwährung ist, nämlich dasselbe wie eine Weltwährung. Es geht hier um Angriffe, es geht hier um Kriege mit anderen Mitteln. Und wir alle merken langsam, dass wir keine Aktien haben, aber warum soll ich jetzt für Steuern bezahlen, weil irgendwelche Leute sich verspekuliert haben? Ich bin überhaupt nicht davon betroffen. Das ist absurd. Also müssen wir dieses ganze Wirtschaftssystem neu argumentieren und auch das System neu argumentieren, wie muss eine Zentralbank aussehen. Dann muss das bedingungslose Grundeinkommen und das Bodenrecht geregelt werden. Und dann muss natürlich auch geregelt werden der Presse-Finanzausgleich und der Presse-Zeitausgleich. Das heißt, auf allen Frequenzen muss jedes Presseorgan, auch Alternative, mal die Chance bekommen, in sauberen Sendern zu guten Sendezeiten eben halt mal reinzubringen. Was meinen Sie, wie schnell sich was ändern würde? Aber das will natürlich keiner. Aus diesem Grunde gehe ich davon aus, dass die Wahrscheinlichkeit, dass man uns mit wehenden Fahnen diesen Gesetzesvorschlag abnimmt und sagt, oh ja, das setzen wir jetzt um, wir machen morgen eine Debatte, dass die Wahrscheinlichkeit ist, dass es verlacht wird, erstmal unter den Tisch gekehrt und so weiter. Und dann wird man es auf Plan A weiterlaufen lassen und Plan A heißt Crash. Plan B,
den wir bezeichnet haben, inklusive Verfassung, inklusive Neudefinition der Wirtschaft. Übrigens, ich stelle nicht den Anspruch, dass ich richtig liege mit allem, was ich sage. Ich habe mich schon zu oft in meinem Leben geirrt. Auch das ist mir sehr wichtig. Wenn also jemand andere Gedankengänge hat und auch andere Innovationen, dazu sollte er natürlich erstmal unsere Aussagen kennen, bevor er kritisiert, dann bin ich sehr offen für sachliche Kritik, aber erst dann, wenn auch wirklich unsere Unterlagen auch geprüft wurden. Denn es ist ein sehr komplexes, nicht kompliziertes, aber komplexes Thema. Das will ich also gar nicht in Frage stellen, dass das möglich ist. So, wir haben momentan Angst davor, deshalb spricht Frau Merkel auch von einer Alternativlosigkeit. Das alleine alternativlos ist für mich schon der Begriff eine Beleidigung mittlerer Intelligenz, denn es gibt keine Alternativlosigkeit, niemals, niemals. Und so wird es aber uns genannt, weil wir Angst haben vor einem Staatsbankrott und die Leute glauben, dass ein Staatsbankrott immer bedeutet, dass alle Leute alles verlieren würden. Falsch. Man kann einen Staatsbankrott auch sauber regeln. Als Argentinien einen Staatsbankrott hingelegt hatte vor wenigen Jahren, ist das Land nicht von der Landkarte radiert worden. Und die Leute haben nicht einen Massensuizid gemacht und man hat das Land versenkt im Atlantik. Nein, denen geht es nur wieder gut und die haben keine Schulden mehr. Man kann nämlich auch einen Staatsbankrott machen, wo niemand was verliert, aber die Schulden gestrichen werden. Das geht natürlich nur mit einer Umstellung des kompletten Systems und das haben wir mittlerweile sehr weit und auch sehr sachlich und auch mathematisch versiert. Wir sind keine Traumtänzer. Ich hoffe, den Eindruck vermittle ich nicht, denn deshalb haben wir auch solche Leute wie Herrn Schachtschneider, der ja nun schon vom Typ her fast ein laufender Ärmelschoner ist, das meine ich sehr positiv, der ja nun eine ganz geradlinige Struktur vertritt und mit Sicherheit alles andere aussieht als ein Alternativer, der irgendwo in irgendwelchen anderen Sphären vor sich hin dümpelt. Nein, sollte dieser Punkt nicht angenommen werden und ich sage ganz offen, rechnen wir damit, dann haben wir irgendwann nur noch eine Möglichkeit und dann gehen wir wieder aufs Grundgesetz und da muss ich Bertolt Brecht zitieren, wenn Unrecht zu Recht wird, wird Widerstand zur Pflicht. Widerstand hat aber nicht mit Krieg zu tun. Widerstand hat was mit Widerstand zu tun. In der Physik gibt es sehr viele Widerstände, zum Beispiel in der Elektrik. Und niemand spricht dabei von Krieg. Das ist einfach nur ein ganz normaler Vorgang. Also insofern können wir da ganz entspannt sein. Ich rede von einem sachlichen, ordentlichen Widerstand. Wie kann man das machen? Ein neues System im Rahmen einer neuen Verfassung, dafür braucht man natürlich über 50% der Bevölkerung. Die Wahrscheinlichkeit in Anbetracht der fortgeschrittenen Zombie-Entwicklung in Europa ist es sehr, sehr schwer, 50% der Köpfe zu erreichen, die das können. Aber wir brauchen nur 3 oder 4%, die vielleicht das System ohne weiteres, diesem System ohne weiteres die Energie entziehen und die Energie heißt Steuer. Steuern sind übrigens Schutzgeldzahlungen und sind in einer Demokratie verboten, genau wie Gehälter für Politiker verboten sind. Das ergibt sich auch aus der Demokratie. Da möchte ich wieder darauf hinweisen, weil eins der wesentlichen Argumente ist, dass der Begriff Demokratie erst einmal definiert wird. Das ist mir auch sehr wichtig, dass das verstanden wird. Wahlen sind verboten, Politiker sind verboten, die beispielsweise Geld bekommen. Diese ganzen Dinge müssen hinterfragt werden. Und dann brauchen wir föderale Systeme, wie wir sie aus Libyen bis vor kurzem noch kannten, wo beispielsweise Stammeshäuptlinge im Rahmen ihrer Gruppierungen tatsächlich die Interessen ihrer Völker vertraten und dann in einem großen Parlament zusammenbrachten und dann wurde das gemeinsam diskutiert. Nicht so wie heute, dass der Bürgermeister einer kleinen Ortschaft im Prinzip aus Berlin, die überhaupt nicht wissen, worum es geht, beispielsweise irgendwelche neuen Gesetze übergestülpt bekommt. Und die alte germanische Lebensordnung, die wir ursprünglich mal hatten, die basierte auf Dörfern, nämlich auf kleine Strukturen, die transparent sind. Dort ist Betrug nicht möglich. Wenn Sie ein Dorf haben mit 2000 Leuten und da ist einer dabei, der die anderen permanent über den Tisch zieht und betrügt, das spricht sich rum. Und dann macht man den weg. Ganz einfach, wie auch immer. Bei uns wissen wir gar nicht, wer betrügt, weil gar keiner mehr den Durchblick hat. Wir wissen nicht, was in Brüssel diskutiert wird. Wir wissen nicht, was da für Dinge mit Rettungsschirmen gemacht werden. Wir wissen nicht, was eine Fazilität ist. Ein Begriff, der momentan durch die Gegend geistert. Das ist ein Blankoscheck. Fazilität heißt Blankoscheck, übersetzt
Ja? Das heißt, man sagt, ihr kriegt was, egal wie es euch geht, egal ob ihr solvent seid oder nicht, kriegt auf jeden Fall was. Aber wenn man das als Blankoscheck bezeichnen würde, könnten das Bürger doof finden. Also nennt man das Fazilität. Das versteht wenigstens keiner. Ja, also irgendeiner hat, glaube ich, mal gesagt, Greenspan, glaube ich, also wenn Sie mich jetzt verstanden haben, dann habe ich mich nicht undeutlich genug ausgedrückt, wenn Sie mich verstanden haben. Also das ist schon ziemlich abstrus. Und da verstecken wir uns natürlich auch in einer Terminologie und im Prinzip ist alles sehr, sehr einfach. Die Intelligenten leben von den Dummen und die Dummen von der Arbeit. Und wenn man das verstanden hat, dass so dieses System funktioniert, dann wird man relativ schnell auch verstehen, dass es darum gilt, diesem System die Energie zu entziehen. Und da ist eben halt eine der großen Möglichkeiten tatsächlich über die Einfrierung, über die Nichtzahlung von Steuern. Das ist eine Möglichkeit, die übrigens jederzeit möglich wäre, nach 20 Absatz 4. In einem Rechtsstaat übrigens ist ein solcher Widerstand nicht nötig. Problem ist, in einem Unrechtsstaat ist er nicht möglich. Und das ist genau das Problem, wovor wir stehen. Wir wissen natürlich, dass diese Problematik ein Spiel mit dem Feuer ist. Und wenn man zu aktiv, zu wild, zu semi-wissend durch die Weltgeschichte läuft und sagt, die BRD gibt es nicht, das ist eine GmbH, das ist dies, das ist jenes, das ist alles wunderbar, bringt uns aber echt nicht weiter. Wir haben Menschen, wir haben Kinder, wir haben die Verantwortung für unsere nachfolgenden Generationen. Und das Mord ist definiert als das Töten aus niederträchtigem Grunde. Ob ich jemanden direkt und sofort töte oder es billigend in Kauf nehme durch aktive, exzessive Lebensweise, und das ist das, was wir hier tun gerade, wenn wir irgendwelche wilden Dinge machen, dann ist das letztendlich aus meiner Sicht auch ein niederer Instinkt und damit ist eigentlich auch der Mordbegriff erfüllt. Und ich möchte Sie bitten, einmal auch selbst regelmäßig, wie ich das auch versuche, und ich versage da auch regelmäßig, vorm Spiegel zu stehen und sich selbst in Frage zu stellen. Ich glaube, dann können wir schon mal damit anfangen. Ich glaube, ich bin soweit mit meiner Zeit sogar. Ist okay noch? Ja? Ich will nicht zu weit, weil ich habe festgestellt, wir standen ein bisschen unter Zeitdruck. Okay, wunderbar. Also, ich bitte Sie, gerade diese Dinge noch einmal zu hinterfragen. Es geht vor allem auch zu hinterfragen, was ist Geld? Geld ist auch eine Form von Entschuldung. In dem Wort Entschuldung steht schon wieder das Wort Schuld drin. Was habe ich für eine Schuld? Die Volkswirte lernen in den Universitäten beispielsweise, dass es einen Markt gibt. Es nennt man Wirtschaft. Und auf diesem Markt werden beispielsweise Waren hin und her getauscht. Damit wird die gesamte Volkswirtschaft schon reduziert. Sehen wir uns aber mal den Begriff Wirtschaft alleine an. Denn darum geht es eigentlich, um die neue Definition von Wirtschaft. Nämlich im Sinne von Befriedigung von Bedürfnissen. Das ist Wirtschaft ursprünglich. Aber Wirtschaft setzt sich aus zwei Begriffen zusammen. Aus einem Wirt und der schafft. Und ein Wirt schafft Befriedigung. Die deutsche Sprache ist da sehr exakt. Und es gibt dann natürlich Wirtschaftseinheiten, also ein Wirt, der schafft völlig ohne Vertrag. Die einfachste Form der informellen Wirtschaft ist eine Mutter, die ihr Kind stillt. Ich habe gehört, wir haben das hier. Das ist ein Wirtschaftsvorgang. Sie ist nämlich ein Wirt und verschafft dem Kind durch Anlegen an die Brust eine Befriedigung, sprich Sättigung. Das ist eine Urwirtschaftsform. Es hat nicht was mit Verkaufen und Handeln zu tun. Das nächste ist, ein Bauer bewirtschaftet sein Feld. Auch hier wird nichts verkauft. Wir wissen, dass plötzlich in diesen Begrifflichkeiten es viel weiter gefasst werden muss, als in das bloße Austauschen von Waren und Dienstleistungen. Das sind die informellen Wirtschaften. Das nächste, was wir haben, sind natürlich die hierarchisch strukturierten Wirtschaften. Das ist zum Beispiel ein Staat. Staat kommt übrigens von Status. Und Status heißt Ist-Zustand. Und ein Staat hat die Aufgabe, den Ist-Zustand zu erhalten. Nun ist dieser Ist-Zustand aber kein feststehender, sondern dieser Status ist ein Umverteilungsprozess von fleißig auf reich. Und der Staat hat die Aufgabe, genau diesen Ist-Zustand von fleißig auf reich aufrechtzuerhalten. Das ist die Aufgabe übrigens des Staates. Daher kommt der Begriff Staat, der auch sehr wichtig ist, den ich auch mal aufgearbeitet habe, wobei natürlich auch verschiedene Zeiten verschiedene Grundlagen auch haben, natürlich an Werten, die man in jeweiligen Zeiten dann natürlich hat. Da muss man natürlich auch sehr deutlich unterscheiden. Das heißt, wenn das Finanzamt mir beispielsweise schreibt, lieber Herr Popp, wir bekommen von Ihnen jetzt noch 20.000 Euro, wir nennen das Steuern,
Brauchen Sie auch gar nicht Danke sagen, das haben wir extra für Sie ausgerechnet. Muss ich das Ding überweisen. Und das ist eigentlich auch eine Art Wirtschaftsvorgang, aber von oben nach unten. Und der entscheidende Punkt ist allerdings die formelle Wirtschaft. Deshalb ist der Staat und die Hoheit ja grundsätzlich erst einmal gar nichts Schlechtes. Auch das mal ganz deutlich zu sagen, weil ich werde immer wieder konfrontiert mit der Situation, dass die Leute sagen, wir wollen beispielsweise eine Selbstversorgungseinheit haben. Ich glaube, wir müssen nicht mehr zurück ins Mittelalter. Das brauchen wir nicht. Vor allem geht das nicht. Was ist mit solchen Städten wie Berlin? Die verlieren jegliche Perspektive bei solchen Aussagen. Da kann doch nicht jeder auf seinem Balkon Selbstversorger machen. Wie soll denn das gehen? Das ist nicht möglich. Wir haben eine Ist-Situation. Wir müssen einfach nur sehen, dass viele Leute einfach durch ein Grundeinkommen aufhören können zu arbeiten. Sehen wir uns mal die ganzen Leute an, wie Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Anwälte, viele Manager, wie ich zum Beispiel, die ihr Leben lang nur papierschmutzig gemacht haben und glaubten, sie hätten was Sinnvolles getan. Das war auch mein Job. Ich mache das erste Mal jetzt was Sinnvolles in diesen Jahren, jetzt, wo ich aufgehört habe damit. Aber unterm Strich gesehen ist es genau das, wenn man die Leute jetzt nach Hause schicken könnte und würde sagen, pass mal auf, bleib zu Hause, du kriegst dein Gehalt weiter, aber hör bitte damit auf, dann wären wir einen Riesenschritt weiter. Dann würden die nämlich das System gar nicht mehr blockieren und wir könnten vielleicht auch vernünftige Schlüsse finden, weil wir haben das Problem der Verelendungsangst. Und die Verelendungsangst führt dazu, dass die Leute nicht Angst haben, ihre Arbeit zu verlieren. Sie haben Angst, ihr Einkommen zu verlieren. Darum geht es. Es geht um Einkommen. Wir haben doch derzeit schon aufgrund der technischen Entwicklung eine Arbeitslosigkeit von rund 80%. Das ist noch sehr wohlwollend gerechnet, das ist höher eigentlich. Wenn wir mal die destruktiven Arbeiten mal alle rausziehen oder die Leute, die Geld bekommen ohne Arbeit. Denken wir mal, von 10 Personen sind 4, die noch eine Erwerbstätigkeit haben. Von diesen 4 sind vielleicht nur 2, die was Sinnvolles machen. Der Rest sitzt zum Beispiel in einer Behörde oder beim Finanzamt oder bei irgendeiner Versicherungsgesellschaft und guckt den ganzen Tag in so einen komischen Automaten, in so einen Bildschirm und daddelt da drin rum. Bis abends spät und sagt, ich habe noch Akten mit nach Hause gebracht, ich habe heute meine Arbeit nicht geschafft. Und ich frage mich, was macht der und wofür brauchen wir das? Die Frage muss gestellt werden. Das lässt sich ganz massiv reduzieren. Aber nein, der wird daran ganz dran festhalten, dass dieser Job, den er da gerade macht, der wichtigste Job überhaupt ist, weil er Angst hat, sein Einkommen zu verlieren, nicht seine Arbeit. Würden wir durch eine bedingungslose Grundeinkommenssituation, wie ich sie beschrieben habe, schon des Öfteren in verschiedenen Vorträgen, würden wir anfangen, diese Dinge zu hinterfragen, dass Arbeit und Einkommen überhaupt nicht miteinander verbunden sein müssen, sondern die Arbeit vielleicht sogar die Aufgabe hat und die technische Entwicklung, die Menschen von den Arbeiten zu befreien. Warum kann unser Ziel nicht sein, dass irgendwann alle Maschinen die ganzen Arbeiten übernehmen, nicht nach Matrix, die sollen nicht übernehmen, die sollen nur die Arbeiten machen und die Menschen einfach zu Hause bleiben und ihr Einkommen weiterbeziehen. Viele denken, ja, wo soll denn das herkommen? Weil wir wieder erzogen wurden, dass nur Menschen Geld verdienen können, weil die glauben, Menschen machen durch Arbeit irgendwie Geld. Ihr Einkommen entsteht durch Arbeit. Nein, Geld entsteht erst einmal durch Schulden. Und das passiert auf dem Wege der Banken. Und wenn wir diese Grundlagen verstehen, dann können wir die gesamten Systeme mal auseinanderdröseln und verlieren auch relativ schnell die Angst davor. In meinem Buch Brot und Spiele, so viel Eigenwerbung darf sein, glaube ich, bin ich darauf eingegangen, auch mal auf die Grundlagen des Geldes. Was ist das eigentlich? Nämlich, jetzt sind wir wieder beim Staat. Wenn ich mit Michael Vogt beispielsweise einen Vertrag schließe, wir kennen uns nicht, über eBay oder was auch immer, und er verkauft jetzt ein Fahrrad und ich rufe ihn an und ich sage, wunderbar, was willst du denn dafür haben? Und er sagt 100 Euro und ich sage, okay, ich überweise dir die 100 Euro und er sagt, er schickt mir das Fahrrad. Nun passiert aber Folgendes, ich überweise die 100 Euro, aber er schickt das Fahrrad nicht. Oder andersrum, er schickt mir das Fahrrad und ich bezahle einfach nicht. Dann hat er oder ich ein Problem. Aus diesem Grunde ist eine hoheitliche Situation schon sehr wichtig, dass wir uns eine Justiz, übrigens eine Justiz, die den Namen auch verdient, ich meine nicht das, was wir jetzt hier gerade so erleben müssen, ich rede von Justiz, von Rechtsvertretern, die auch das Recht verteidigen und nicht das Recht biegen und brechen. Das ist also eine, ich rede richtig von Justiz, also von Gerichten. Und dann kann man, danke, dann kann man solche Verträge natürlich auch wunderbar
dann klären lassen, weil wir uns beide nämlich diesem Staat, dieser Situation, dieser Hoheit unterwerfen. Aus diesem Grunde geht es mir nicht darum, als Staatsgegner zu gelten. Aber wir haben momentan die Situation, dass wenn wir ein verzinstes Geldsystem hat, was den Umverteilungsprozess aufrechterhalten soll und letztendlich die Steuern immer mehr dazu dienen, wissen Sie, da gibt es Leute, die schließen für sich zum Beispiel Geld, die wollen Geld anlegen. Jetzt gehen sie zum Staat, zur Bundesrepublik Deutschland, die gibt Schuldscheine raus. Diese Schuldscheine, die sie rausgeben, nennt man nicht Schuldscheine, das ist marketingmäßig unklug, man nennt es Wertpapiere. Man nennt also die Schuldscheine Bundesschatzbrief. So, und jetzt gebe ich beispielsweise 100.000 Euro, der Staat lebt ja bekanntlich über seine Verhältnisse, aber noch lange nicht standesgemäß. Also, jetzt braucht er neues Geld, pumpt sich neues Geld. Ich gebe als Bürger eines Staates 100.000 Euro dem Staat Bundesrepublik Deutschland und der zahlt mir dafür Zinsen. Aha. Wo holt er denn die Zinsen her? Die holt er aus den Steuern. Aha. Das bin ja wieder ich. Also je mehr Bundesschatzbriefe ich kaufe, desto mehr muss er meine Steuern erhöhen. Richtig. Ich bin also quasi der Schuldner des Staates, aber auch der Bürger des Schuldners. Der Gläubiger des Staates und auch der Schuldner des Bürgers, der Bürger des Schuldners Staat. Also das heißt, diese Absurdität, die dahinter steht, ich zahle meine Zinsen quasi selbst durch Steuern. Also dann könnte ich es auch theoretisch ganz lassen. Man kann noch einen draufsetzen, indem man noch so etwas wie eine Lebensversicherung reinsetzt. Die sagen, pass mal auf, wir haben da nämlich ein Abkommen. Wir zahlen beispielsweise jetzt Geld in eine Lebensversicherung. Übrigens, eine Lebensversicherung ist kein verzinsliches Ansammeln, sondern das ist eine Art Schuldvertrag. Das ist den meisten gar nicht klar. Wenn Sie einen Kredit aufnehmen, bekommen Sie Ihren Kreditbetrag sofort und zahlen ihn ab in Zins und Tilgung. Wenn Sie eine Lebensversicherung machen, machen Sie dasselbe. Sie schließen einen Kreditvertrag ab und den zahlen Sie monatlich mit 100 Euro, aber Sie kriegen das Geld erst mit 65 ausgezahlt, den Kredit. Das ist mein Ernst. Aus diesem Grunde zahle ich diesen Kredit jetzt nämlich ab. Ich nehme, das ist nämlich ein schuldrechtlicher Vertrag. Ich zahle das Geld in eine Versicherungsgesellschaft ein. Die Versicherung verspricht mir etwas dafür. Dieses Geld ist nicht einmal Sondervermögen. Falls die Versicherung pleite geht, dann ist es halt Pech. Das ist nun einmal so dann. Und dann mit 65 hoffe ich, dass ich das Geld dann wiederbekomme. Daher kommt auch der Begriff Rückkaufswert. Wenn ich nämlich eine Lebensversicherung irgendwann kündigen will, dann kommt die Versicherung und sagt, wir haben einen Rückkaufswert. Wieso Rückkauf? Was wird denn da zurückgekauft? Ganz einfach, der Schuldschein wird zurückgekauft. Wenn Sie beispielsweise einen Kredit haben, eine Hypothek bei einem Haus und Sie wollen vorzeitig raus, dann kauft die Bank den Schuldschein zurück und dafür wollen Sie eine Vorfälligkeitsentschädigung haben. Bei Lebensversicherung heißt das Rückkaufswert und da ist die Vorfälligkeitsentschädigung schon runter. Also nur mal, um sich das Wort erstmal klar zu machen. So, das heißt also, ich zahle jetzt beispielsweise Beträge in meine Lebensversicherung einmalig oder ratierlich. Die Lebensversicherung nimmt dieses Geld und investiert aus Sicherheitsgründen wieder beim Staat. Der Staat muss wieder, Bundesschatzbriefe, die Zinsen zahlen an die Versicherung, die ich wieder als Versicherungskunde bezahle. Ja? Und jetzt geht also von den Zinsen, die ich vorher direkt bekommen habe, also ich kriege meine Steuern quasi anteilig zurück, jetzt kommt noch mal ein zusätzlicher Zwischenhändler rein. Also blöder geht es dann irgendwann nicht mehr. Aber das Verrückte ist, dass diese Strukturen sich niemand so richtig vor Augen führt. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir, wenn wir diese Zusammenhänge erkennen, auch irgendwann sagen, jetzt kann ich endlich agieren und endlich sagen, ich entziehe diesem System in dieser Form die Energie. Und je mehr wir von diesen Beispielen nach außen tragen, je mehr sie sich mit dieser Thematik beschäftigen, desto mehr Aggressionen kommen übrigens hoch. Und ich bitte Sie inständig, halten Sie die im Zaum, denn es gibt nicht die Täter und die Opfer. Ein Indianer hat mir gesagt in Kanada, als ich ihn darauf ansprach, auf die Zeit und dass wir von Überbevölkerung sprechen und wir hätten ein großes Überbevölkerungsproblem. Damals war ich noch, ich hatte gerade Konrad Lorenz gelesen, ist schon lange her. Dann sagte er, ihr seid gar nicht zu viele, ihr seid einfach nur zu blöd. Und ich habe ihn immer mehr verstanden langsam. Und es ist tatsächlich so, es ist tatsächlich so. Denn wenn wir erkennen, was Wirtschaft sein soll, dass Geld den Menschen dient und nicht Menschen dem Geld dienen müssen, dann werden wir es schaffen. Und ich bitte Sie inständig, sich mit dieser Thematik auseinanderzusetzen. Das ist mir wichtig. Und wenn Sie dann das verstanden haben, sich uns anzuschließen. Wir haben uns anzuschließen, heißt nicht eine Organisation, ich habe keine Partei, ich bin kein Guru, ich bin kein gar nichts. Also in der Beziehung, ich
ich will auch keine Spenden. Ich bin Andreas Popp, ich bin einer der Mitglieder der Wissensmanufaktur und wünsche, dass Sie alle möglichst viele kleine Inseln bringen. Auch eine zu frühe Vernetzung in großen, erkennbaren Strukturen ist gefährlich. Ein Indianer-Sprichwort sagt, lass mich niemals über einen Menschen urteilen, bevor ich nicht mindestens eine Meile in seinen Mokassins gegangen bin. Das heißt, versetze dich immer in dein Gegenüber. Das gilt in allen Bereichen, auf kritischer Ebene, aber auch auf positiver Ebene. Und ich glaube ganz einfach, dass das ein entscheidender Punkt ist. Und wenn wir erkennen, wie unser Gegner denken könnte, dann dürfen wir auch eines nicht vergessen. So gewaltig diese Gruppe jetzt aussieht, so groß das Ganze erscheinen mag, es sind alles sehr intensiv lebende Menschen hier. Die Masse lebt nicht intensiv. Die sitzt von morgens bis abends und guckt Hartz-IV-TV mit irgendwelchen Richtern oder sonst was und lässt sich da berieseln. Ja? Und nachts kommen dann irgendwelche Pornoseiten, die dann aufgerufen werden. Und solange das läuft, was wir gerade gehört haben, Pornografie, also im Kindesalter, das ist nicht witzig. Das ist alles andere als witzig. Das ist Zerstören von Seelen. Und das ist in keiner Form tragbar. Und ich fordere Sie da auf, gegen anzugehen. Schmeißen Sie den Fernseher als erstes auf die Straße und hören Sie auf damit, falls Sie so ein Ding überhaupt noch haben. Ich komme jetzt zum Ende. Meine Damen und Herren, ich hoffe, es hat Ihnen ein bisschen gefallen, weil die Problematik ist, innerhalb einer Stunde einen großen, komplexen Zusammenhang rüberzubringen, ist schwer. Wenn man sich dann versucht zu komprimieren, wird man zu früh fertig, ist es kein Problem, ich kann den ganzen Tag reden, also das ist nicht mein Problem. Also ich wirke nur so introvertiert, das täuscht im ersten Augenblick. Und jetzt lachen Sie an der falschen Stelle, aber gut. Ich hoffe, dass Sie alle den Willen haben, die Kraft haben, durchzuhalten. Aber dieser Prozess ist noch lang. Und ich bitte Sie um eines, verlieren Sie niemals, das ist eine meiner wichtigsten Botschaften, Ihre Ungeduld. Ich weiß, wie sich das anfühlt. Wenn man Ungerechtigkeiten fühlt, man lebt sie, man leidet darunter. Ich weiß, wie man nachts manchmal nicht schlafen kann, weil man einfach leidet. Das ist nämlich nicht so einfach. Es ist nämlich kein Spiel, wenn man es wirklich verstanden hat. Und ich bitte Sie trotzdem, Ihre Ungeduld nicht zu verlieren. Wir haben eine Zeitqualität. Und die Zeitqualität ist so, dass es zu bestimmten Zeiten einfach falsch ist, etwas zu machen, wenn die Zeit noch nicht reif ist. Wissen Sie, John F. Kennedy hat das Richtige gesagt. Martin Luther King hat auch das Richtige gesagt, aber die Zeit passte nicht so richtig. Das Problem war, dass deshalb nach John F. Kennedy, was ich immer so schön sage, hat es kein amerikanischer Präsident deshalb jemals mehr gewagt, sich in die Politik einzumischen. Und das ist, das war wenigstens das, was dabei rausgekommen ist. Denken Sie bitte darüber nach, klicken Sie gern unsere Seite an und ich danke Ihnen fürs Zuhören. Danke Ihnen. Danke.